Wie erklären Sie vor dem Hintergrund der buddhistischen Lehre das Phänomen, wenn Spirits durch spirituelle Medien sich äußern? Das heißt, ne? Genau. Und nicht nur sprechen durch ein Medium, sondern auch sich regelrecht manifestieren. Sie hat so etwas beobachtet. Sorry, Buddhist theory is how many now 3000 over 3000 years, yeah? Since Buddha 3000 years. So lot of subject about metaphysics and minds, this big subject, yeah? Mm-hmm. So if the different illusions, if same illusions, then we can communicate. Like your illusion and my illusion in the same earth and same physical form and same organs, then we can communicate each other. If your mind has a totally different illusion, for instance, if somebody is sleeping there, one who is not sleeping here, the one who is sleeping has a totally different illusion because he is dreaming. The one who is not sleeping is not dreaming. Therefore, there is no communication at that moment. Because the person who is sleeping having a dream of what? Dream of riding elephant and going into the African jungle, let's say, yeah? But person who is next to not sleeping then cannot communicate because not same illusion. If we have same illusion, you can communicate. Okay. Yeah. So you mean that if somebody talks through somebody else, it has to be like from the same illusion? Yeah, otherwise a ghost type of that, the same different illusion that a Buddhist usually does not say, unless the ghost has some kind of abilities to manifest in human form. And then, yes, you can communicate. If ghost or whatever, who is in their own, which is totally separated from human, then difficult to communicate. Ja, Buddhismus gibt es ja schon fast 3000 Jahre und da gibt es viele Sachen, die man wissen kann. Also es gibt buddhistische Metaphysik, es gibt buddhistische Studien oder Praxis, Information, Belehrung über den Geist und so weiter. Und im Buddhismus sagt man, dass Wesen nur miteinander kommunizieren können, wenn die eine ähnliche Illusion oder Täuschung erfahren. Das heißt, wir können kommunizieren, weil unsere Täuschung ähnlich ist. Das bedeutet, dass wir erfahren die ähnliche Welt, wir erfahren ähnliche Körper, wir erfahren eine ähnliche Täuschung und deswegen können, wenn wir kommunizieren, wir überhaupt miteinander kommunizieren. Wenn jetzt zum Beispiel da vorne jemand liegt und schläft, dann können wir nicht mit dieser Person kommunizieren, weil diese Person möglicherweise träumt und sagen wir mal, die träumt, sie reitet einen Elefant in den afrikanischen Dschungel. Ja, aber diese Person hat in dem Augenblick eine andere Illusion, deswegen ist Kommunikation mit einer schlafenden Person nicht möglich. Das bedeutet, also mit diesem Beispiel kann man sehen, dass wenn wir zum Beispiel, dass eine Geistwelt, also eine Welt, die völlig anders, eine andere Täuschung, Wesen, die eine andere Täuschung erfahren als wir, können eigentlich nicht mit uns kommunizieren, nur wenn sie eine ähnliche Täuschung haben. Oder aber, das ist die Ausnahme, oder aber dieses geistige Wesen und dieses andere Wesen hat die Fähigkeit, also hat besondere Fähigkeiten erworben oder besondere Fähigkeiten, sich durch einen Menschen zu manifestieren oder sich als ein Mensch auszudrücken oder manifestieren. Dann ist es möglich. Wenn aber jemand einfach ein Wesen nur in der Geistwelt ist, dann erfährt es eine andere Illusion und kann normalerweise nicht mit uns kommunizieren. Ich bin 76 Jahre alt. Ich auch bei der UFO-Konferenz war und hunderte von Menschen kennengelernt habe, die selbst UFO-Erlebnisse hatten und mitgenommen wurden und so weiter. Und jetzt wollte ich Ihnen nur die Frage stellen, wenn es tausende von Menschen auf der ganzen Welt gibt, die in den Büchern das alles berichten, dass es andere Planeten gibt und die unidentifizierten Fahrzeuge, dann würden Sie ja behaupten, dass die alle lügen, Herr Doktor? Nein, ich möchte lügen, habe ich niemandem unterstellt. Das Einzige, was etwas verwundert ist, es gibt diese tausende Berichte oder zehntausende und ja, ich würde auch gerne mit einem UFO mitfliegen, aber leider ist es nicht möglich. Mir sagt diese Vorstellung von einem Weiterleben jenseits unserer vier Dimensionen Raum und Zeit,
wissenschaftlich und spirituell, wovon ich wissenschaftlich und spirituell überzeugt bin, dass einfach dieses Leben, das wir hier haben, ganz wunderbar und einmalig ist. Und umso wunderbarer, weil wir uns auf andere oder weitere solche Erfahrungen freuen dürfen. Das ist meine persönliche Einstellung, die wollte ich noch. Dankeschön. Ich stimme mit einer der Grundaussagen des Films Bleep überein, dass wir unsere eigene Realität erschaffen. Ich denke, es ist tatsächlich so und ich denke, meistens erschaffen wir sie unbewusst und nicht bewusst. Aufgrund der Programmierungen, die wir alle in uns tragen, aus unserer Vergangenheit. Und ich wünsche mir einfach, dass immer mehr Menschen sich dieser Programmierungen und Beschränkungen bewusst werden und diese Beschränkungen, Begrenzungen überwinden, um einfach die Vielfalt von Möglichkeiten zu erleben, die es gibt, solange wir in diesen Körpern sind und einfach glücklich sind. Ich möchte die Thematik ein bisschen hier über das Reinkarnation heraus bringen und auf etwas zu kommen, was mich sehr beunruhigt. Es gibt ja durchaus, und zwar gibt es viele Forscher, weil hier von vielen Forschern gesprochen sind und ich gehöre nicht dazu, die möchten Methoden entwickeln, den menschlichen Geist zu manipulieren. Zum Beispiel gab es vor 2 Tagen die Meldung, dass ein Forscher gelungen sei, bei Mäusen eine traumatische Erfahrung zu eradieren, auszulöschen durch chemische Methoden. Und was mich beunruhigt hat bei dieser Meldung, war nicht so sehr dieses Ergebnis, sondern dass der Stand von Euphorie war die Rede. Euphorie, dass es auch bei Menschen dann mal möglich sein sollte, traumatische Erlebnisse so wie im Computer auszulöschen. Und also wenn wir hier vom Geist und Reinkarnation sprechen, also für mich ist diese Thematik, dass ich denke, wir den menschlichen Geist nicht antasten sollten, viel brennender sozusagen die nächsten Jahrzehnte. Und da wird sehr, sehr viel auf uns zukommen, über das wir nachdenken müssen, was will der Mensch, wohin möchte er gehen und was möchte er vor allen Dingen auch nicht machen. Und das sind also etwas, was jetzt über das Thema hinausgeht, aber ich denke, damit zusammenhängt. Tja, nachdem uns nun wahrscheinlich allen mehr oder weniger klar geworden ist, dass wir nur über Dinge reden können, die wir nicht wirklich verstehen, war das eine interessante Diskussion am Rande der Wirklichkeit, weit am Rande draußen. Die Geschichte vom Schlafenden und vom Wachen war sehr beeindruckend für mich, weil es genau das symbolisiert, was ich die ganze Zeit meine. Es ist eine Frage des Bewusstseins. Wir reden hier über Realität, aber nicht über Wirklichkeit. Und das ist ein Unterschied. Mir hat mal die geistige Welt gesagt, Bruno, wenn die meisten von den anderen sagen, du spinnst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und man ist, wenn man ein bisschen tiefer geht, immer ein bisschen ein Spinner. Und wenn man tiefer geht, ist es halt so, dass man immer weniger von Wahrheit spricht, weil immer deutlicher wird, je mehr ich erforsche, je mehr ich weiß, desto weniger weiß ich, desto größer wird das Mysterium. Je tiefer ich forsche, es wird nicht klarer, es wird nur noch größer. Und dieses Phänomen hält den Forscher ja wach. Und ich glaube, wenn wir alle, egal in welchen Lagern wir forschen, ob über das Gehirn oder über Religion oder über Spiritualität, Astrologie, Philosophie, wir werden am Ende alle genau wieder dort ankommen, wo wir die Reise möglicherweise gestartet haben. Nämlich bei dem, was du wirklich bist. Und wenn sich dieses, was du wirklich bist, dann nicht unterscheidet von dem, was wir sonst Gott genannt haben, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Genießen deiner selbst. Vielen Dank. Danke, Bruno.